Moin moin und willkommen zur 52. Folge von Cities Skylines. Ich habe mal wieder ein Content Creator Pack mit dabei, Art Deco. Allerdings, ja, wird das nicht so mega aufregend, dass tatsächlich nicht so viel zu machen, zumal man hier jetzt nicht irgendwie einen Stil einstellen kann, sondern bei dem DLC spawnen die Gebäude, so wie ich das verstanden habe, scheinbar. Ja, ganz normal, wenn ich einfach, ja, normale Gebäude mache wie hier. Mal gucken, ob ich dann die überhaupt erkennen werde. Und es gibt noch drei einzigartige Gebäude, relativ große Hochhäuser, nämlich genau das Ding hier. Dann das Teil hier und das Ding hier. Da könnten wir mal gucken, wo wir die mit hinpacken. Haben auch einen ganz guten Umkreis, wie man sieht. Ja, genau. Und für diese Folge habe ich mir wieder so einen kleinen Mix von verschiedenen Dingen vorgenommen. Zum einen wollte ich gerne mal jetzt hier noch den Golfplatz freischalten. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Tourismus bauen. Und ich dachte mir, vielleicht können wir hier am Wasser noch mal ein bisschen Tourismus bauen. Ein paar Hotels hier vielleicht am Wasser machen. Ich habe noch nicht so viel von dem Wasser, aber ja, da kommen wir schon weiter. Und ja, dann müsste ich noch 2, 3, nee, 3.500 Einwohner kriegen und dann habe ich auch schon den nächsten Meilenstein und kann hier Sachen kaufen und dann kann ich auch einen internationalen Flughafen kaufen und damit dieses Luxushotel freischalten. Genau. Das wäre eine Sache, die ich machen will. Dann will ich vielleicht noch wieder ein, zwei Fabriken mit hinzunehmen. Und ich wollte eigentlich schon seit längerem auch mal diese Häfen hier umziehen. Wobei ich mich jetzt eigentlich frage, muss ich die überhaupt umziehen oder soll ich die hier lassen und hier auch noch welche hinbauen? Ja, aber ich glaube, ich fange erstmal hier an. Dann müsste ich jetzt nur mal überlegen, wie wir das mit den Umstationen machen, weil die sehen, glaube ich, könnte sie theoretisch erstmal hier auf diese Seite der Brücke anschließen. Dann muss ich nur da einmal für Strom sorgen. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Erstmal so. Das müsste ja funktionieren. Jetzt wird's blau. Jawohl. Okay. So, die Frage ist, wollen wir hier noch einen Kai hinziehen? Bin mir nicht sicher, ob ich dann ein bisschen was verlieren könnte. Von der Mauer, von den Gebäuden hier, aber ich glaube nicht. Ich versuch's einfach mal. So, wie sieht das aus? Für eine Brücke angemessener, würde ich sagen. Guck mal, hier haben wir noch zwei Teile hinzubekommen. Aber die müssen jetzt wahrscheinlich eh einmal hier weg. Wenn ich hier noch die Straße erweitern will. Auch die Frage, will man hier noch rumgehen oder will man hier nur vielleicht nur Fußgänger machen? Aber ich glaube, erstmal müsste ich hier noch ein bisschen das Gelände einebnen. Oh ne, Pinsel. Was mache ich da jetzt mit dieser Schräge? Soll ich das, soll ich den Kai da anheben? Ja, ne? Ich glaube, das macht am meisten Sinn. So, auf Objekthöhe und dann geht man so hoch, wie der hier ist.
Das sieht doch besser aus. Das ist natürlich hier Katastrophe, aber ansonsten komme ich da auch nicht drunter her. Das lasse ich erstmal so. Ich glaube, ich will auch gar nicht hier ab. Dann entsteht da eine Viererkreuz. Ich kann besser hier, glaube ich, abgehen. Und was wollen wir hier für eine Straße haben? Ich glaube, einfach so eine. Warte mal, ist das hier eine andere als die? Oh, warte mal. Ach, das war nur eine zweispurige. Hoppla. Nee, da brauchen wir dann aber auf jeden Fall auch eine größere, würde ich sagen. Ach, hey. Ja, komm, wir machen das mit Anarchie. So, und dann gehen wir hier auch auf vierspurig mit, machen wir mal was anderes machen. Breite Allee mit Gras, das habe ich ja noch nie gemacht. Obwohl, ne, wir machen für Tourismus. Naja, Allee passt sowieso nicht hier, aber für Tourismus könnten wir vielleicht nochmal überlegen, hier eine andere Straße zu nehmen. Vielleicht einfach so und dann hier hinten wenden lassen oder will ich hier durch? Ich meine, ich könnte die Tunnel sogar auch noch früher beginnen lassen, aber eigentlich finde ich es ganz cool, wenn die Schienen hier noch so lang laufen. Könnten ruhig noch ein bisschen länger sein. Erstmal ein neues Gebiet zeichnen. So. Florenzplatz. Da machen wir auch einmal. Nee, nicht Richtlinien. Wo ist das denn hier? Gewerbespezialisierung Tourismus. Und falls wir da noch Häuser machen, würde ich hier auch mal sagen, wir wollen hier selbstversorgende Gebäude machen. Können wir hier noch coole Richtlinien einstellen und einen Stil. Ich glaube, der ist sowieso nur Jahrhundertmittel modern, hatte ich ja noch nicht, aber ich glaube, der ist nur für Small Residential. Obwohl, ich kann hier gar keine Residential Sachen bauen, denn Tourismus macht ja Lautstärke ohne Ende. Dann muss ich aber hier als Alternative nochmal sagen, IT-Cluster, dann können wir nämlich das hier noch ein bisschen erweitern, falls wir Nachfrage nach Industrie und Büro haben. Okay, dann machen wir noch mal kleinere Straßen. Ich glaube, so reicht mir das schon fast. Muss nur gucken, was ich hier in die Ecke mache. Hier will ich eigentlich nicht noch mal so runter. Oder? Oder will ich hier irgendwie noch, um die letzten Dinger da auszunutzen, das ist, glaube ich, doof. Ne, wir fangen erstmal so an. Ach hey, die sind aber alle klein geworden hier in der Mitte. Können wir da vielleicht ein einzigartiges Gebäude hinpacken? Eins von den großen Dingern vielleicht. Die Hotels sind ja auch alle groß. Meer und Wolkenkratzer. Wir hatten ja auch immer so einen geilen Blick von hier. Ich glaube, den will ich mir so ein bisschen weiter erhalten. Was ist, wenn ich den hier hin mache? Ui, 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 ui. Das ist viel zu groß. Ach du Scheiße, ist das riesig. Ach, ich habe auch noch Anarchie an, deswegen
konnte ich den auch so komisch hier hinbauen? Shit, das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Dann kommt der dahin. Der passt doch perfekt zum IT-Cluster. Genau, und auf der linken Seite haben wir eher grüne Gebäude. Da habe ich auch eine gute Idee. Da können wir... wo ist das Ding? Den hier machen. Und der passt sogar dahin. Ja, das ist doch geil. Da haben wir einmal nach links so grün und nach rechts diesen Wolkenkratzer für die Dinger. Und, da, und jetzt hat man immer noch trotzdem diese Ansicht durch diese Allee. Man kann hier in der Mitte vielleicht noch einen Weg zwischenhauen oder so. Ich hasse das, dass er einfach mit diesem Angedockten da nicht mit der Straße vernünftig zusammenarbeiten kann. Das ist doch total der Schwachsinn. So, die Vierer will ich hier aber nicht kaputt machen. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Und dann fangen wir mal an zu zonen. Hier, hier. Obwohl, ne, ich fange lieber mal hier am Wasser an, dass wir den Strom hier rüber kriegen. Und dann kann ich mir noch offen halten, hier noch mehr IT hinzumachen. Ich will hier auch nicht zu viel Lieferung haben, weil dieses starke Clustern, was ich hier gemacht habe, das ist, glaube ich, tödlich für den Verkehr. Wenn man sich halt hier die Warenimporte anguckt, ja, dann habe ich hier so viel Warenimporte auf eine Stelle. Hier halt kaum was. Und deswegen ist hier auch wenig Traffic und hier halt viel Traffic. Zumindest an den Ballungskreuzungen. Okay, dann könnten wir mal eine weitere oder eine weitere Fabrik bauen aus den Spezialisierungen. Limonade braucht diese Pflanzen, wie heißen die noch? Nutzpflanzen müsste ich eigentlich hier ohne Ende haben. Und Glas, haben wir hier schon Glas? Glaube nicht, ne? Ja, ich gehe erstmal weiter noch nach hier hinten. Dann einmal bitte eine Fabrik. Vielleicht mal so eine größere. Ich mach die mal hier hin. Gelagerter Rohstoff, Glas. Und eine Fabrik Limon. Oh, oh, oh. Oh. Ah, okay. Dann könnte ich die aber gut an diese kleine Straße machen. Aber die passt da gar nicht mehr dran. Hey. Wer kann denn ahnen, dass die Limonadenfabrik so riesig ist? Oder mache ich die dann so da rein? Ja komm, dann mache ich die noch weiter. Ist ungefähr da. Reicht das? Natürlich nicht. So, jetzt aber. Warum habe ich die hier so bescheuert gelegt? Was soll das denn?
Hat er jetzt Wasser? Kriegt er Wasser? Glas und dann der hier, ja. Achso, ich bin auf Pause. Ja. Sollte erstmal klar gehen. Habe ich schon wieder hier Ampeln. So, haben wir schon ein paar Touri-Buden hier. Warte mal, ist das überhaupt Tourismus? Ja, doch. Ich hätte eigentlich ein paar größere erwartet, aber okay. Ist auch in Ordnung. Ich glaube, ich mache mal hier so einen Mix aus. Dass wir auf jeden Fall auf dieser Seite hier auch noch hohe Gebäude in jedem Fall bekommen. Und auch an den Gleisen. Und hier mache ich dann nochmal blau. Na, Wasser habe ich natürlich auch hier noch ein wenig vernachlässigt. Wenn ich die Häuser noch ein Stück weiter lege, dann müsste ich es doch schaffen, dass der hier überflüssig wird. Ich werde es natürlich nicht zu früh machen. Komm schon. Bau da was hin. Ding, 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 ding. Ach, das dauert mir zu lange. Ja, wollen wir gleich noch eine weitere Fabrik machen? Was erwartet denn die nächste Elektronikgeräte? Die ist bestimmt auch riesig. Die passt auch theoretisch genau hier mit rein. Ich glaube, die packe ich mal daneben. Und die will haben Glas, das haben wir gerade hier hingebracht. Metalle und Plastik. Das haben wir doch, glaube ich, hier. Plastik auf jeden Fall in der Nähe. Was ist denn mit Metallen? Metalle haben wir noch nicht hier, ne? Nee, okay. Dann gibt es auch hier ein weiteres Lager. Die werden zu groß, oder kriegt man... Ach, die sind zu länglich. Metalle. So, hast du da was gebaut? Ja, so ein Mini-Ding. Aber irgendwie sieht das auch ungleichmäßig aus, weil ich hier diesen Weg habe. Ich glaube, das mache ich tatsächlich wieder weg. Das passt nicht gut. Da muss ich entweder vielleicht noch diesen Weg verlängern, wenn man hier unterherkommt. Machen wir da mal ein bisschen den Sichtweg frei. Und das ist auch ganz gut, glaube ich, wenn der Weg dann noch in das Tourismusviertel führt. Welcher ist denn das wohl? Der bestimmt, oder? Nee. Ist das ein Uniweg? Ja, der wird es sein.
Irgendwie ist das auch zu gefährlich, wenn die so nah an den Gleisen sind. Ah, das Studienjahr. Oh, wir haben 2 Sporttrophäen gewonnen, aber ich kann dir dieses nicht mehr anzeigen Ding machen, aber ich will die Uni noch so ein bisschen immer wieder in Erinnerung gerufen bekommen. Ah, ich habe diese ganzen Fastfood-Läden schon alle gesetzt. Ja, dann lasse ich es erstmal so und mache da Bäume. Aber ich will das auf jeden Fall hier noch abzäunen. Am besten auch mit was relativ Starkem. Hätten wir zumindest auf der Seite schon mal die Gleise so ein bisschen abgesichert. Okay, so können wir, ja, wollen wir hier noch irgendwie einen kleinen Park oder sowas haben? Das ist ganz kleines. Sag klein und die sind so riesig. Ja, komm, das passt. Und dann ein paar Bäume dazu. Jo, hier können wir es auch noch ein bisschen dekorieren. Die sehen ja auch abgefahren aus mit den Palmen hier oben auf dem Dach. Ja, man kommt, wenn man von hier so mit dem Auto fährt, dann hat man hier erstmal so ein paar Reihen mit hohen Häusern und dann kommen hier irgendwann, kommt hier der Blick so auf den Kern quasi von, ja, im Moment noch dem relativ kleinen Green Cities. Das würde ich gerne noch ein bisschen mehr verschieben. Oder könnte man hier vielleicht sogar verrückt sein und dieses Teil hier hinbauen? Aber selbst dafür haben wir nicht genug Platz hier. Das ist so heftig groß. Da muss ich noch einen guten Platz für finden. Aber wir haben ja auch hier, stimmt, wir haben ja hier ganz viel Platz gewonnen. Und ich wollte sowieso nochmal diesen Freizeitpark umbauen. Ja. Das wäre doch auch nochmal eine Maßnahme. Achso, ich wollte noch Wege hier drüber machen, ne? Gucken, ob ich das jetzt mit dem Zaun noch vernünftig hinkriege. Ups. Kriege ich das hier auch nochmal hin? Ah, ich... Wird ganz schön eng, ne? Könnte sonst hier einen hinmachen. So, jetzt muss ich nur den richtigen Weg nochmal finden. Ist das der hier? Ich glaube. So,
So, und jetzt muss ich hier ein bisschen was abreißen, damit ich hier durchkomme. Nicht genügend Kunden, sagt er. Ja, ich baue euch ja extra schon eine Brücke hier. Damit hier schön viele Kunden hinkommen. Oh, ich bin von der Bevölkerung ein bisschen gesunken, kann das sein? Wie laufen die Fabriken hier? Ah, hier. Pepsi am Start, Leto, Electronics. Limonade ist drin. Elektronikgeräte sind drin. Und unser Lager sagt sogar 10%, 7% voll. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal so ein bisschen einen Stand, den man der Bevölkerung geben könnte. Hier ist aber immer noch 1% drin. Und die Importe sind immer noch 3/4. Krass. Kann ja wohl nicht wahr sein, und wir exportieren Waren, aber ich glaube, das ist sogar das Schiff. Okay, wir kriegen hier auf jeden Fall nicht den riesen Park hin. Deswegen muss ich einmal gucken, wie ich das mit dem hier mache. Vor allem, weil das Ding auch einen roten Radius hat. Hatte ich denn. Okay, das war alles blaues Gebiet. Ich fand, der passt hier so. Wie er da steht, nicht rein, weil er irgendwie ja falsch allein zu dieser Brücke ist. Das stört mich gerade total. Hier ist das alles, die Ecke ist hier so rund und dann steht hier so ein fettes, viereckiges Gebäude, was da irgendwie fehl am Platz aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nochmal wegmache. Und nochmal nach einer Alternative schaue. Zum Beispiel das Ding hier oder so. Das geht da nicht. Ja. Ich mach den nochmal weg. Grüne Lunge kommt, schätze ich mal, auch von dem DLC. Und wenn die so. Ach, das ist die mit diesen hässlichen Bäumen. Oh Gott, nee, das Gebäude hasse ich. Bitte nicht. Wollen wir hier einen Zoo hinmachen? Aber der sieht dann auch wieder so kacke aus. Oh, das gefällt mir nicht. Sonst einfach so ein Biodome. Das hat ja nicht mal einen roten Radius. Das kann ich ja sogar genau mittig machen. Ich glaube, das passt sogar richtig gut hier in die Mitte rein. Dann kann man da nochmal so schön Straßen drumherum legen. Bin mir nur nicht sicher, wenn ich jetzt dieses Gebiet noch aufbaue, ob diese Straße dann nicht eher ein bisschen größer sein müsste. Ich komme nämlich hier von sechsspurig auf einspurig. Ich glaube, die hält das dann nicht mehr stand. Es sei denn, ich gehe jetzt hier nochmal ab und lasse die Gebiete sogar vielleicht unverbunden, obwohl, na, die müssen auch hier hinkommen können. Die muss ich schon verbinden. Ich glaube, ich muss diese Straße einmal upgraden, auch wenn mir das wahrscheinlich hier ein paar Sachen zerstören wird. Ist das nun leider mal so. Die gibt es gar nicht mit Bäumen außen.
mache ich hier Wohngebiete an der Autobahn? Ich glaube, da sollte ich eher auf Commercial gehen, oder? Oder wollen wir hier noch IT-Cluster haben? Aber hier sind wir auch schon so flach. Ne, ich bleib mal hier flach. Zur Straße hin gehe ich nochmal groß und dann gehe ich in der Mitte auch nochmal mit kleinen Gebäuden rein. Im Kern. Und vielleicht noch einen Park oder sowas. Oder wollen wir hier eine Schule? Wie sieht das mit Schulen aus? Ah, wir haben hier irgendeine Schule, eine Grundschule. Eine Oberschule ist wahrscheinlich riesig, ne? Riesig. Die ist klein. Haben wir nicht noch so eine Alternative zur Oberschule? Das Ding hier. Das mache ich mal hier hin. Ich glaube, das passt ganz cool hier rein. Und Wasser habe ich natürlich vergessen. Achso, ich hatte offscreen noch ein paar Sachen gemacht. Unter anderem habe ich hier nochmal ein großes Einkaufszentrum hingepackt. Und ich habe ein wenig den Bereich hier bei der Busstation verändert. Vorher war die Bushaltestelle immer hier gegenüber von dem Bahnhof. Und das hat in Kombination mit dem Bahnhof total viel Traffic auch hier verursacht und die Straße platt gemacht. Die Busstation ist jetzt, ich halte mal kurz an, etwas weiter nach hier gewandert. Genau. Und jetzt kommen die Leute auf einmal auf die Idee, wenn die aus dem Bahnhof kommen, hier nicht alle zur Busstation zu rennen, sondern viele gehen auch zu Fuß hier hin. Und dann haben wir noch mal eine Busstation. War die denn noch gleich? Direkt hier auch in der Nähe? Ah, hier ist es schon. Bei dem Schild da. Aber hier stellen die sich scheinbar nicht hin. Ich weiß auch nicht, ob die da so schnell hinkommen. Die müssten dann hier rüber und dann hier unten lang. Aber irgendwie ist das nur so eine Ausstiegshaltestelle, weil da überhaupt keiner Lust hat zu warten. Kein einziger Elektrowagen hier auf diesen Dingern. Auch mehr Elektrofahrzeuge. Okay, ich würde gerne noch mal ein paar einzigartige Gebäude freischalten. Die beiden kann ich ja noch nicht, aber hier gibt es ja noch so viel. Kriminalität kann ich auch nicht machen. Da bauen sie ein Rettungshubschrauberdepot. Dann kriege ich einen Hubschrauberpark. Können wir mal gucken, vielleicht fliegen die ja los, die Hubschrauber. So, jetzt haben wir freigeschaltet, was? Das hier, der Hubschrauber. Oh, warte mal. Der fliegt los? Habe ich jetzt doch Kranke in meinen Einrichtungen? Null Patienten. Vielleicht hätte ich den mal verfolgen sollen oder fliegen die einfach nur Patrouille? Kann ich ihn auch schon wieder nicht sehen. Na klasse, egal. Wir haben jetzt einen neuen Park, den Hubschrauberpark. Keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Macht ein bisschen Lautstärke. Das sind doch eh Büros, ne? Ja. Lol.
Das ist ja auch ein bisschen makaber, wie der Vogel hier dieses Rotorenblatt da hält. So, was haben wir noch? Wir haben... Da weiß ich auch nicht. Ihr Darlehen darf nicht größer sein als 2000. Ich habe kein Darlehen. Wie soll ich das machen? Muss ich dafür ein Darlehen aufnehmen und dann muss das vielleicht runterticken? Ich glaube, ich nehme mal eins auf. So, jetzt habe ich es aufgenommen und jetzt tickt das vielleicht runter und dann am Ende kriege ich vielleicht das Ding. Ha, guck mal, jetzt habe ich den bekommen. Witzig. Hä? Dann kann ich das auch zahlen jetzt? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Oh je, das ist auch nochmal so ein heftiger Tower. Der hätte sonst auch noch krass hier reingepasst. Wie geht er denn an die Straße? So seitlich? Ja. Oh, Aquarium haben wir fast. 5000 Kinder in Grundschulen, da fehlen ja nur noch 300. Das würde ich mal angehen. Grundschule. Ja, tatsächlich, wir haben, da fehlt uns quasi noch eine Grundschule. Ne, ich muss diese normalen bauen, weil die haben, die neuen, die haben keine Kapazität von 300. Hier haben wir eine. Wollen wir hier oben noch eine machen? Die hier hin. Oder wollen wir noch eine? Hier habe ich schon drei. Das müsste eigentlich reichen. Könnte hier noch irgendwo eine machen. Das müsste ja reichen für mein Aquarium. Ja, da ist es schon freigeschaltet. Wie groß ist das Ding? Auch relativ groß. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Das würde ich gerne mal sehen. Okay, wenn ich dieses Gebäude sehen würde, dann würde ich aber nicht denken, oh, schau mal, ein Aquarium. Aber können wir uns mal überlegen, wo wir das noch hinpacken? So, und auf dem letzten Ding haben wir hier noch, gewinnen Sie ein Fluggebiet. Wenn Sie alle 5 Naturkatastrophenszenarien gewinnen, erhalten Sie einen magischen, Das war's schon. Ich dachte, ich hätte eigentlich noch mehr Sachen, aber okay. Dann, ja, sind wir damit durch. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen wachsen. Wo könnten wir das machen? Könnte hier nochmal den Park umbauen und dann ja hier eigentlich komplett öffnen. Aber da muss ich mir echt noch mit der Anbindung Gedanken machen. Auf jeden Fall könnten wir da... Ich könnte auch mal diesen Kreisverkehr benutzen, um hier nochmal rüber zu fahren. Ich habe ja hier in dem Kreisel sehr viel Traffic, weil die halt alle von hier nur hier lang hier rein können. Vielleicht könnte ich das über den Kreisel nochmal machen. Da muss ich aber diese Straße hier auch breiter machen und dafür muss dann der Park weichen. Wenn ich damit anfange, das wird relativ lange dauern. Das werde ich nicht mehr diese Folge schaffen. Ja, okay, dann würde ich, glaube ich, mal die Folge beenden, denn mir fällt gerade nichts ein, was ich jetzt noch so als kleines neues Projekt noch anfangen könnte. Genau, Airport DLC kommt noch und ansonsten ja den Park einmal umbauen, hier ein bisschen reinbauen. Oder kann das Sinn machen, den Airport hier hinzubauen? Da weiß ich noch gar nicht. Oder vielleicht baue ich den Airport auch erst, wenn ich den Meilenstein geschafft habe, um mir noch ein neues Gebiet freizuschalten. Und dann kann ich ja alles kaufen. Dann könnte man zum Beispiel diese Insel hier für einen Mega-Flughafen benutzen. Oder, keine Ahnung,
hier den Flughafen machen oder so, oder hier, da gibt es ja so viele Möglichkeiten dann. Bin mir nicht sicher, ob ich mich da vorher festlegen will und den irgendwo hinquetschen will. Hier ist der Traffic auf jeden Fall gut. Und hier hinten ist ja auch ganz gut. Seitdem wir eigene Sachen produzieren, wird es immer besser, habe ich das Gefühl. Das ist doch mal was. Was sagt denn die Traffic-Statistik? 81%, 82%. Na gut. Ja, dann soll es das gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bewertet gerne den Part und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.